Heute nicht, Klausi. Ich glaube, wir beginnen mit dem Übungshang da drüben. Die Kinder lernen das Skifahren an einem kleinen Hügel. Zum Losfahren schiebt ihr euch langsam mit den Stöcken an. Hui! Zum Stoppen dreht ihr die Skispitzen nach innen. Skifahren macht Spaß. Wir gehen wieder rauf und fahren gleich nochmal. Wow! Wow! Auf Skiern bergauf zu laufen, ist gar nicht so einfach. Hallo, wenn ihr wieder rauf wollt, dann müsst ihr seitwärts laufen, so wie ein Krebs. Alle laufen seitwärts wie die Krebse. Madame Gazelle, wir möchten Sie mal Skifahren sehen. Oh, ich weiß nicht. Bitte! Also dann? Hoppla! Das war unglaublich! Ja, ich war mal Weltmeisterin in Skifahren und habe diesen Pokal gewonnen. Oh! So, welche Mama oder Papa möchte mal probieren? Warum nicht? Bist du sicher, Mama Wutz? Du bist seit Jahren nicht gefahren. Das ist doch wie beim Fahrradfahren, Papa Wutz. Man verlernt es nie. Hier ist der Übungshang, Mama Wutz. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu geübt für den Übungshang. Wo geht's denn hier lang? Den ganzen Berg hinunter. Meine Mama rast den ganzen Berg hinunter. Oh, wo sind die Bremsen? Oh, sie kann nicht bremsen. Wir müssen sie einholen. Oh, Achtung! Mama Wutz fährt auf ihren Skiern die Straße entlang. Oh. Alle sitzen im Bus und verfolgen Mama Wutz. Boah, meine Mama fährt ja super schnell. Opa, dürfen wir in den Zirkus? Zirkus, Peppa? Aber hier ist doch kein Zirkus. Wofür ist denn das große gestreifte Zelt? Das ist für Oma Wutz Gartenparty. Oh, was ist eine Gartenparty? Ein Fest, wo Erwachsene rumstehen und reden. Wirklich schade um das schöne Zelt. Ein Zirkus wäre doch viel spannender. Dann mach doch einfach selbst einen Zirkus. Ja, und wir nennen ihn Peppas Zirkus. Bist du schon fertig mit dem Zelt, Opa Wutz? Die Gäste werden bald kommen. Oma, wir machen einen Zirkus für deine Gartenparty. Eine wundervolle Idee. Mit Verkleiden? Natürlich. Ich hol die Verkleidungskiste. Wir können Clown sein. Und Akrobaten. Und Jongleure. Mein Papa war beim Zirkus. Boah, was hat er gemacht? Eintrittskarten verkauft. Hier, in der Verkleidungskiste ist bestimmt für jeden was dabei. Peppa hat einen Zylinderhut gefunden. Klausi Kleff hat eine gepunktete Sporthose und einen Schnurrbart. Pedro hat ein Clownskostüm gefunden. Wer braucht Schminke? Ich bitte! Was wollt ihr denn sein? Ich wäre gerne der Clown. Aber Peppa, wo ist dein Clownskostüm? Okay, du bist der Clown. Und ich wäre gern der starke Mann. Ist gut, Klausi. Du bist der starke Mann. Ich möchte Jongleur sein. Aber das möchte ich gerne sein. Oh. Okay, du bist der Jongleur. Opa, ich habe jetzt überhaupt nichts zu tun. Du bist der Zirkusdirektor, Peppa. Du hast schon den Hut dafür. Was macht der Zirkusdirektor? Der Zirkusdirektor ist der Chef. Ja, ich werde Zirkusdirektor. Mama Wutz arbeitet an ihrem Computer. Mama! Hallo, Peppa. Luzi redet ganz viel Unsinn. Tu ich gar nicht. Doch, sie hat gesagt, dass ich vor langer Zeit mal ein Baby gewesen bin. Das warst du auch, Peppa. Guckt, ich habe hier ein paar alte Fotos auf dem Computer. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Baby Alexander. Baby Alexander ist Peppas Cousin. Nein, das bist du als Baby Peppa. Baby Peppa. Hört sich so an, als hättet ihr hier Spaß. Guck mal, Papa. Das da ist ein Foto von mir, als ich ein Baby war.
Ich kann mich noch gut erinnern. Das war an unserem ersten Tag in diesem Haus. Wie meinst du das? Wir sind hier eingezogen, als du ein kleines Baby warst. Wir hatten unsere ganzen Sachen oben auf unser Auto gepackt. Mama Wutz hat ein paar Bilder aufgehängt. Papa Wutz hat ein Regal aufgehängt. Und Opa Wutz hat uns einen wunderschönen Blumengarten angelegt. Wo ist Opas wunderschöner Blumengarten hingekommen? Papa Wutz hat ihn gepflegt. Wir haben hier nicht den richtigen Boden für Blumen. Oh. Und ihr habt Platz zum Spielen gebraucht. Ihr beide habt so gerne im Garten gespielt. War Luzi früher auch schon meine Freundin? Ja, du und Luzi, ihr wart schon immer beste Freundinnen. Sind Luzi und ich denn früher auch schon in Matschepfützen rumgehüpft, Mama? Nein, Peppa, ihr wart Babys. Ihr konntet noch nicht mal laufen. Oh, was haben wir denn gemacht? Geschrien? Also, jetzt geht es an ein paar kleinen Bäumen vorbei, bis wir zu einem großen kommen. Ich glaube, die kleinen Bäume sind jetzt groß. Oh ja, irgendwie sehen die alle groß aus. Woran erkennen wir dann den richtigen großen Baum? Normalerweise laufe ich gegen die Bäume. Mama Wutz hat den großen Baum gefunden. Schlaue Mama. Ich wusste, dass er noch da ist. Alle Mann hier lang. Sind wir schon in der Nähe vom Fischteich, Papa? Wir sind gleich da. Aber ich habe schon ein bisschen Hunger. Kein Problem. Unterwegs gibt es ein Kaffee. Oh, herrlich. Ich hätte gern eine schöne Tasse Kaffee. Kriegen Schorsch und ich dann ein Eis, bitte? Natürlich. Alle kriegen ein schönes Eis. Das Kaffee ist ungefähr genau hier. Oh. Wo ist das Kaffee? Ist es hinter diesem ollen Holzhaufen? Ich glaube, dieser olle Holzhaufen ist das Kaffee. Oh. Na toll, das war's dann wohl für heute mit Eis und Kaffee. Hallo, was darf es denn sein? Oh. Eine Tasse Kaffee und dreimal Eis, bitte. Bitteschön. Dankeschön. Wie köstlich. Nächster Halt, der Fischteich. Hier lang. Oh, da würde ich nicht lang gehen. Da geht es mitten in eine Brombeerhecke. Papalapap, das ist eine Abkürzung. Die bin ich schon als kleiner Junge gegangen. Nein, wenn ihr zum Fischteich wollt, müsst ihr den Weg da entlang gehen. Also ich nehme die Abkürzung. Na gut, wer möchte denn gern durch eine Brombeerhecke laufen? Ich. Und wer geht lieber auf dem Weg? Ich! Wer zuerst da ist? Oho, ich bin zuerst da, Peppa. Tschüss. Himbeer, Blaubeer, Brombeer, Stachelbeer-Smoothies für alle hier. Lecker! Und was willst du für einen Smoothie, Schorsch? Erdbeer, Schorsch. In ein Smoothie müssen aber doch ganz viele Früchte rein. Wie wär's mit Erdbeeren und Ananas, Schorsch? Nö. Ich glaub, Schorsch mag einen Dinosauriersaft. Dinosauriersaft? Oh ja. Dinosaurier lieben Dinosauriersaft. Saudia. Mal sehen. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein paar von denen und noch von dem. Ein Dinosauriersaft. Nur für Dinosaurier und ihre kleinen Freunde. Saudia! Kann ich bitte auch mal Dinosauriersaft probieren, Frau Mimmel? Ich auch. Und ich. Und ich. Na gut, Dinosauriersaft für alle. Auf Weiher. Was ist los, Frau Mimmel? Ich hab vergessen, was in den Dinosauriersaft reinkommt. Oh. Ich kann Ihnen sagen, was drin war. Wirklich? Wie denn? Na, ich kann es riechen. Freddy Fuchs kann sehr gut riechen. Also eine Banane. Eine Banane? Drei, nein, vier Erdbeeren. Fünf Kirschen. Erdbeeren? Kirschen? Ein Pfirsich.
eine halbe Ananas, ein Stück Melone und noch irgendwas. Was ist das? Eine Möhre? Ja, eine Möhre! Hurra! Dinosauriersaft für euch alle. Wie gefällt euch allen denn unser Obsttag? Gut, wir lieben Obst und Möhren. Schorsch liebt seinen Dinosaurierballon. Peppa und Schorsch sind wieder zurück am Haus von Oma und Opa Wutz. Aber jetzt halt ihn gut fest, Schorsch. Lass ihn nicht los. Warum? Oh, Schorsch. Es gibt eben zwei Sorten Ballons. Die Raufballons und die Runterballons. Das ist ein Raufballon. Wenn du den loslässt, fliegt er rauf und rauf und rauf. Ganz hoch bis zum Mond. Mond. Opa! Oh! Gerade noch! Wir gehen besser mal rein, sonst verlieren wir deinen Ballon noch, Schorsch. Hier im Haus ist dein Ballon in Sicherheit. Hallo, Polly. Schorsch hat einen neuen Ballon. Ballon! Mach ihn bloß nicht kaputt, Polly. Schorsch liebt seinen Ballon. Oh. Schorsch hat seinen Ballon schon wieder losgelassen. Keine Sorge, Schorsch. Dieses Mal fliegt er nicht weg. Da ist ja die Zimmerdecke. Oh, er ist durch die Tür geflogen. Und jetzt fliegt er die Treppe rauf. Er fliegt auf den Dachboden. Keine Sorge. Aus dem Dachboden kann er nicht raus. Da oben ist nur noch das Dachfenster. Und das ist ja immer geschlossen. Oh, weh. Das Dachfenster ist nicht geschlossen. Fang ihn, Opa! Kann ich nicht, Peppa. Er ist schon zu hoch. Schorsch, dein Ballon fliegt jetzt rauf bis zum Mond. Und du siehst ihn nie wieder. Das ist doch eine Keksdose. Das ist eine Schatztruhe. Aber da sind sogar noch Kekse drin. Möchte jemand einen Keks haben? Ich! Und jetzt ist es eine Schatztruhe. Wir suchen uns einen Schatz und tun ihn da rein. Hurra! Einer muss aber hier bleiben und das Piratenschiff bewachen. Ich halte Wache. Wenn du jemanden kommen siehst, ruf Halt! Wer kommt da? Halt! Wer kommt da? Okay. Und wir gehen auf Schatzsuche. Hey. Klausi Kleff liebt es, Pirat zu sein. Hurra! Alle lieben es, Pirat zu sein. Piraten, kommt einher, wir segeln übers Meer und suchen einen Goldschatz, Mantau, Ahoi, Juhe. Klausi hat einen Tannenzapfen gefunden. Ein Schatz! Peppa hat ein Schneckenhaus gefunden. Ein Schatz! Luzi hat ein Stück alte Schnur gefunden. Ein Schatz! Freddy hat einen Kieselstein gefunden. Ein Schatz! Ich mach nur mal kurz die Augen zu. Vor dem Schlafen nimmt Pedro immer seine Brille ab. Wir schleichen uns an Pedro an. Ja! Klausi, Peppa, Luzi und Freddy schleichen sich an Pedro an. Buh! Buh! Ha! Du hast geschlafen. Ja, Entschuldigung. Du hast Glück, dass wir nette Piraten sind. Wir haben Schätze. Das ist ja toll. Kommt, wir tun sie in die Schatztruhe. Viel Spaß im Aquarium. Danke. Im ersten Raum gibt es Becken voller kleiner Fische. Fischi. Boah, das sind ja Millionen Babyfische.
Fischi, Fischi, Fische, keiner schwimmt allein. Wer will denn der Fischi-Freund von meiner Goldi sein? Könnte einer von denen Goldis Freund werden? Nein, die sind viel zu klein. Wir gucken mal nach den Fischen im nächsten Raum. Okay. Da ist Molly Mietze mit ihrer Familie. Hallo, Molly. Hallo, Peppa. Miau. Was machst du denn hier, Molly? Wir kommen ganz oft hierher. Das ist besser als Fernsehen gucken. Wir lieben Fisch. Wir suchen hier nach einem Freund für Goldi den Fisch. Oh, was ist in diesem Becken? Ich glaube, da ist gar nichts. Papa Wutz, da ist ein Fisch genau vor deiner Nase. Wo? Es ist ein ziemlich großer Fisch. Wow. Meinst du, das könnte ein Fischfreund für Goldi sein? Nein, der ist zu groß. Macht nichts. Kommt, wir gehen zum nächsten Raum. Was ist in dem Becken? Saurier. Schorsch glaubt, das ist ein Dinosaurier. Das ist doch kein Dinosaurier, Schorsch. Das ist eine komische Art Fisch, der ist Seepferdchen. Du weißt aber viel über Fische. Ja, ich mag Fisch. Kann das Seepferdchen Goldis Freund sein? Nein. Was wollen wir jetzt spielen? Schorsch möchte gerne Autorennen spielen. Oh ja, wir bauen Schorsch ein Rennauto. Kannst du wirklich ein Rennauto für Schorsch bauen, Papa? Nein, aber Opa Wutz kann das. Was? Okay. Ich baue ein Rennauto für Schorsch. Das ist der Schuppen von Opa Wutz, in dem er Sachen repariert. Was haben wir denn da? Ah, ein Kinderwagen. Nö, Schorsch ist doch kein Baby mehr, Opa. Wir brauchen doch nur die Räder vom Wagen, Peppa. Oh. Das Teil nehmen wir als Haube. Und das kommt hinten dran. Was ist deine Lieblingszahl, Schorsch? Schorschs Lieblingszahl ist die 2. Oho, dieses Rennauto wird ganz super schnell. Hurra! Mach das Rennauto aber nicht zu schnell, Opa. Schorsch ist doch noch so klein. Keine Sorge, Peppa. Das Rennauto bekommt Pedale und keinen Motor. Ah! Als nächstes brauchen wir ein Lenkrad. Und zum Schluss noch eine Rennfahrerbrille und einen Helm. Jetzt hat Schorsch ein Rennauto. Da kommen Klausi Kleff, Zoe Zebra und Pedro Pony. Hallo zusammen. Schorsch hat jetzt ein Rennauto. Boah. Lass uns Rennen fahren. Au, ja. Ich auch. Ich will auch mit Rennen fahren. Wo ist denn dein Rennauto, Peppa? Ich habe kein Rennauto. Keine Sorge, Peppa. Du wirst dann Chefmechaniker. Was muss ich da tun? Du reparierst Schorschs Auto, wenn es kaputt geht. Oh, super. Opi Mimmel, wie bist du auf den Mond gekommen? Geflogen in einer Rakete. Sind die nicht groß? Das ist ja nur ein Modell. Die Rakete, mit der ich geflogen bin, war gigantisch! Könnt ihr denn alle schon bis 5 zählen? Ja! 1, 2, 3, 4, 5! Hervorragend! Aber wenn man in den Weltraum fliegt, zählt man rückwärts! 5, 4, 3, 2, 1! Und dann ruft ihr zusammen, startfrei! So laut, wie ihr alle nur könnt! Startfrei! Ich höre ja gar nichts! Startfrei! Boom! Da flog ich nun ganz allein durchs Weltall. Oh! Und dann bin ich auf dem Mond gelandet! Da oben war es so schön, dass mir die Worte fehlten. Auch nicht schlecht. Wisst ihr, dass man richtig hoch springen kann da auf dem Mond? Oh!
Wie hoch? So hoch wie ein Haus. Warum kann man so hoch springen auf dem Mond? Die Schwerkraft auf dem Mond ist kleiner als hier. Oh ja, das war's. Bist ein kleiner Schlauberger, oder? Edmund Elefant ist ein kleiner Schlauberger. Es war einsam da oben. Ich allein mit dem Mond und den Sternen. Aber was am allerspannendsten war... Was war am allerspannendsten, Opi Mümmel? Ich höre ja gar nichts. Warum redet er denn jetzt nicht mehr? Mon Dieu, ich glaube, er hat seine Stimme verloren. Wir nehmen mein Boot. Glaubst du denn, dein Boot ist auch sicher, Opi Mümmel? Aber natürlich ist es sicher. Ich habe es selbst gebaut. Oh, das brauchen wir nicht. Es geht los! Ach, ich liebe es, Angel zu fahren. Ich auch. Und was braucht man bei einem Angelausflug? Angelruten? Nein, einen vollen Picknickkorb. Sehr gut, wie du das Boot steuerst, Opi Mümmel. Aber ich steuere das Boot doch gar nicht. Ich dachte, jemand anderes macht das. Oh je, niemand steuert das Boot. Wir sind verloren. Doch, guck mal. Opi Mümmels Boot geht unter. Keine Panik. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Wirklich? Nein, das ist das Schlimmste. Wir sind gerettet! Aber wir sind auf einer Wüsteninsel gestrandet. Und nur das Meer und der Himmel sind unsere Zeugen. Und wir haben nichts mehr zu essen. Oh, ich habe einen Schokoriegel. Gut, wir sollten den Schokoriegel aufheben, wenn wir später Hunger bekommen. Oje, Opi Mümmel hat alles aufgegessen. Was für ein schlimmer Ort, um zu stranden. Hättet ihr jetzt nicht auch gerne Käse? Wir sind doch erst seit 5 Minuten hier, Opi Mümmel. Dann mache ich hier im Sand einen Strich für jedes Mal, wenn ich an Käse denke. Wir müssen um Hilfe rufen. Um Hilfe rufen? Eine hervorragende Idee. Opi Mümmel ist sehr gut im Hilferufen. Hilfe! Was war das? Das war ein Hilferuf vom Meer. Und es wird das feinste und duftigste Parfüm von allen. Herrlich! Da kommt Schorsch. Vorsicht, Schorsch! Ich mache Parfüm. Willst du zugucken? Zuerst pflücke ich eine duftige Blume. Duftiger Blumenduft. Dann kommt sie in mein Wasserglas. Nein, Schorsch, da kommt doch kein Gras in mein Parfüm. Es soll ja duftigen Blumenduft haben. Riech mal. Bäh. Schorsch mag keine duftenden Blumen. Opa Wutz ist in seinem Kräutergarten. Opa, Opa, riech mal. Pui, das riecht nach Teichwasser. Das ist mein besonderes Parfüm. Ich habe es selbst gemacht mit Wiesenblumen. Oh ja, das ist wirklich das wunderbarste Parfüm der Welt. Ja. Magst du es auch, Schorsch? Nein, Schorsch mag es überhaupt nicht, wie Blumen duften. Hier ist ein Eimer, Schorsch. Du kannst ja ein Parfüm aus was anderem machen. Ich habe eine Menge wohlriechender Sachen in meinem Kräutergarten. Das ist Rosmarin, den nehme ich gern zum Kochen. Das riecht interessant. Das ist Minze. Oh, das riecht ja sehr minzig. Und das ist Lavendel. Oh, das riecht ja genauso wie Omas Parfüm. Boah, hier riecht es aber stark nach Lavendel. Ich habe sie zu Feste abgestellt.
Ich habe einfach zu viel Kraft. Wir reparieren sie, Boss. Ich habe Zement. Ich habe eine Nietpistole. Das funktioniert nicht, Leute. Ich glaube, Frau Mümmel hat einen Porzellanladen. Die könnte sie kleben. Gute Idee, Mama Wutz. Wir gehen sofort los. Können wir auch mitkommen? Na klar, nur zu. Herr Bulle fährt zum Porzellanladen. Das ist Frau Mümmels Porzellanladen. Da wären wir! Hallo, wie kann ich helfen? Muh! Ah! Ein Bulle im Porzellanladen! Hallo, Frau Mümmel! Ich habe meine Porzellankanne kaputt gemacht. Oh, weh! Können Sie die reparieren? Muss ich mal gucken. Die ist sehr zerbrochen. Ich habe sie zertrümmert. Ja, aber ich krieg das wieder hin. Oh, super. Können wir helfen? Natürlich, Peppa. Oh, ja. Diese zwei Stücke hier passen zusammen. Die Teekanne zu reparieren ist ein bisschen wie ein Puzzlespiel. Gut gemacht, Peppa. Ich klebe die Stücke zusammen. Schorsch hat auch zwei passende Stücke gefunden. Gut gemacht, Schorsch. So, fast fertig. Nur noch der Deckel. Nur dieses eine komische Teil ist übrig. Wo kommt das bloß hin? Aber das ist doch der Henkel von der Teekanne, Frau Mümmel. Oh, tatsächlich? Ich kenne mich mit Teekanne nicht so gut aus. Die ist so gut wie neu. Vorsicht und nicht wieder zertrümmern. Hohoho, ich bin sehr gut im Sachen zertrümmern. Gut gemacht, Peppa. War das ein langer Tag? Überraschung! Was wollt ihr denn alle hier? Frau Mümmel, für Sie ist heute ein ganz besonderer Brief gekommen. Aufmachen! Frau Mümmel, bitte kommen Sie in meinen Palast. Sie bekommen einen Orden für Ihre viele Arbeit. Bringen Sie Freunde mit. Alles Gute, die Königin. Frau Mümmel ist in Ohnmacht gefallen. Ich kann nicht zur Königin. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Ganz ruhig. An dem Tag wird niemand arbeiten. Die Königin hat ihn zum Feiertag erklärt. Hurra! Es ist soweit. Frau Mümmel besucht die Königin. Peppa und ihre Freunde kommen mit. Wir fahren zur Königin. Wir fahren zur Königin. Kika, Königin. Wir fahren zur Königin. Wir sind da. Das ist der Palast der Königin. Hallo! Ist jemand zu Hause? Guckt mal all das vornehme Zeug an! Aber nichts anfassen hier! Ups! Was für ein großes Haus! Da hat die Königin viel Platz zum Fußballspielen! Wo ist die Königin? Königin, Königin! Sind Sie zu Hause? Hallo? Haben Sie zufällig die Königin gesehen? So eine alte Dame mit einer Krone auf dem Kopf. Ich bin die Königin. Frau Mümmel ist wieder in Ohnmacht gefallen. Hallo, Frau Königin. Aber wo ist denn Ihre Krone? Die trage ich nicht so oft, weil sie sehr schwer ist. Ich weiß, wo es ein paar richtig lustige Spiegel gibt. Wirklich? Beulige Spiegel in einem Zelt. Und wo gibt's diese beuligen Spiegel? Auf der Kirmes. Die Kinder sind mit ihren Eltern auf der Kirmes. Hereinspaziert in mein verrücktes Spiegelkabinett. Das Zelt ist voller großer Zerrspiegel. Oh. Wie komisch sehe ich denn darin aus? Du bist wie ein Wackelpudding. Wackel, wackel, wackel. Warum ist das denn so, Papa? Das ist ganz einfach. Die Illusion optischer Differenzen entsteht durch alternierende, konvexe und konkave Oberflächen. Also Zauberei. Ja, Zauberei. Guck mal, ich. Ich bin ganz gequetscht. Ich hab einen langen Hals, wie eine Giraffe.
Dieser Spiegel sieht ganz normal aus. Papa, dein dicker Bauch ist ja verschwunden. Welcher Bauch? Da kommt Frau Löffel mit ihren Zwillingsbabys Lotte und Laurenz. Hallo, Schwester. Alles in Ordnung bei dir? Aber ja, Schwester. Ich habe nur gerade wenig Zeit. Da ist Kundschaft im Zelt. Sind die Spiegel nicht verrückt, Papa Wutz? Genau. Ich sehe sie gerade doppelt. Was meinen Sie? Ich sehe ihr Spiegelbild, aber da ist kein Spiegel. Das ist Zauberei. Dummer Papa, das hier sind doch Frau Mümmel und Frau Löffel. Oh. Ich glaube, wir sehen uns ein bisschen ähnlich. Na ja, wir sind ja auch Zwillinge. Der Tag des Kinderfestes ist gekommen. Alle Eltern sind da. Hallo Erwachsene! Klausi Kleff ist der Ansager. Spenden Sie Geld für unser schönes neues Dach. Emily Elefant hat einen Stand mit Trödelkram. Kommen Sie, kommen Sie. Alles Mögliche an Trödelkram. Ganz schön viel Trödelkram, Emily. Es wird den ganzen Tag dauern, das zu verkaufen. Da kommt Herr Fuchs. Das sieht ja sehr interessant aus. Luftballons, bunte Ballons. Für Sie einen Luftballon, Madame Gazelle? Ich hätte gern einen roten. Wie viel macht das? Wie viel haben Sie denn? Och, natürlich. Wir brauchen das viele Geld doch für das Dach. Madame Gazelle, ich bin alles losgeworden. Wunderbar, Emily. Wie viel Geld hast du denn eingenommen? Geld? Hast du denn kein Geld bekommen für deinen Trödelkram? Das musste ich gar nicht. Herr Fuchs war hier und hat alles so mitgenommen. Lassen Sie sich Ihr Gesicht schminken. Luzi Locke hat einen Stand fürs Gesichterschminken. Hallo Luzi, kann ich bitte ein Bergleopard sein? Nein, ich kann nur Obst schminken. Okay, dann wäre ich gern... Eine Pflaume. Fertig. Peppa hat ein Tombola-Fass. Aufgepasst, reingefasst und Glück gehabt. Hallo Peppa. Hallo, Herr Bulle. Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ich bin ein Apfel. Oh, möchten Sie auch bei der Tombola mitmachen? Gerne. Was muss ich tun? Ziehen Sie sich einfach einen Preis aus dem Fass. Jeder ist ein Gewinner. Herr Bulle hat ein Püppchen gewonnen. Darf ich auch mal? Frau Mietze hat einen Bagger gewonnen. Oh. Ich habe auch Segelboote. Es ist aber gar nicht so einfach, ein Segelboot zu steuern. Und ich habe Tretboote. Die sehen schön gemütlich aus. Ja, sie haben ein großes Schaufelrad und damit geht's dann richtig voran. Wir nehmen ein Tretboot. Wenn ich diese Glocke läute, ist es Zeit, das Boot zurückzubringen. Viel Spaß beim Bootfahren. Es fährt gar nicht. Nein. Wie geht denn der Motor an? Der Motor sind Sie, Papa Wutz. Es ist ja ein Tretboot. Oh, verstehe. Also los dann. Das ist so wie ein Fahrrad auf dem Wasser. Unser Tretboot fährt mit uns auf den See hinaus. Papa ist der Motor. Ich hoffe, er fällt nicht aus. Da kommen Emily Elefant und ihre Familie. Hallo, Frau Mümmel. Wir nehmen ein Kanu, bitte. Aber gerne. Familie Elefant liebt das Kanufahren. Habt ihr die Paddel? Ja, Papa Elefant. Na dann los. Ahoi auch, Frau Mümmel. Da kommt Klausi Kleff mit seinem Papa, Captain Kleff. Ein Boot, bitte, Frau Mümmel. Aber sicher, ich habe Kanus, Segelboote oder Tretboote. Ich habe doch nicht die Welt umsegelt und alle sieben Meere befahren, um in einem Tretboot rumzuplanschen. Wir nehmen das Segelboot. Wissen Sie, wie man das steuert? Ob ich weiß, wie man das steuert? Ich bin Captain Kleff. Ruff. Los, komm, Klausi. Alle an Bord. Volle Segel. Aye, aye, Captain Papa. Hallo. Wir segeln. Und wir paddeln. Wir Tretbooten.
Oh, guck mal, eine Insel. Wir könnten dort ein Picknick machen. Hurra! Thank you.